So, liebe Freunde des Schwarzmagiers Saraza, wir sind zurück in der Welt von Dragon Age 2. Das Quest vorhin in der letzten Folge konnten wir leider nicht lösen. Das war einfach nicht lösbar. Die Räuber waren nicht auffindbar, Orlena war auch nicht auffindbar an der verwundeten Küste. Und ich habe auch noch mal im Internet recherchiert und dies schien wirklich verbuggt zu sein. Jetzt sind wir hier zu den Dalish-Elfen gereist, an die Sunderhügel. Und hier wollen wir weitere Nachforschungen anstellen bezüglich dem Meuchelmörder aus Antiva, den wir hier für Nunzio ausmachen sollen. Ui! Und zack, tappen wir vollends in die Falle. Da wären wir vielleicht nochmal besser mit der guten Isabella weitergegangen. Die hätte die Fallen sicherlich entdeckt. Und jetzt wollen hier uns einige Diebe ans Leder. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. So. Ja, auf jeden Fall recht schwächliche Diebe. Die haben sich mit dem Falschen angelegt, diese Wichte. Stirbt. Ja, da kommen noch mehr, da wollen noch mehr auf die Fresse. Die haben immer noch nicht genug. Alle kommen so aus dem Schatten gehüpft und der Anführer ist ja auch dabei und rennt in den Tod. Anführer, du bist doch doof. Menschenskinder. Muss ich dir noch sagen, dass man sich mit mir nicht anlegt? Mörderisch, mörderisch. Ham. Und hier nochmal hier, Faust des Erbauers. Boah. Oh, der Anführer greift doch tatsächlich unsere Freundin Isabella an. Das finde ich gar nicht gut, Anführer. Deswegen hole ich jetzt Gronkh her. Da wirst du von einem Hund gebissen in den Hintern. Arschbiss. Das war ja recht erfolgreich. Die Diebe sind hier erfolgreich eliminiert worden. Silvanholzring. Flasche mit alpenantivianischem Brandwein. So. I ist ja ekelig. Das ist bestimmt eine Questlog, dieser Silberholzring. Das ist bestimmt ein Gefährtending. Andenken an die Dalish. Meryl könnte an dem elfischen Ring interessiert sein, habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht, dass die daran interessiert ist. Wollen wir ihr dann überreichen, wenn wir zurück in Kirkwall sind. Aber jetzt stellen wir ihr erstmal weitere Nachforschungen an. Ihr seid gar nicht so selbstsüchtig, wie ihr vorgebt. Hey, nehmt das zurück. Ihr hattet eure Reliquie. Ihr wart fort. Es gab für euch keinen Grund, zurückzukehren und euch den Kunari zu stellen. Ich habe immer noch kein Schiff. Ich dachte, vielleicht könnte ich eins bekommen. Von einem Haufen schiffbrüchiger Kunari? Von Vicomte. Ich bin nur zu spät angekommen. Ich wusste immer, ihr habt ein Herz aus Gold. Psst. Verratet das bloß niemandem. Ja, Isabella gibt immer noch vor, die taffe junge Frau zu sein, aber wir wissen, sie ist wohl wirklich aus Zuneigung zu uns zurückgekommen. So, hier haben wir noch eine Schriftrolle. Das sind diese, wie heißen sie noch, avirganischen Schriftrollen, die dritte Gruppe. Ich muss dazu sagen, ich habe schon so eins gefunden. Wenn ihr den Text lesen wollt, hier, ich scroll mal gerade durch, dann einfach Pause drücken, ihr kennt das Spiel. So, wie gesagt, ich habe davon schon eine Schriftrolle gefunden, von diesen avirganischen Schriftrollen, und zwar in der verwundeten Küste, als wir das eine Quest da eruiert haben. Und ich wusste noch nicht genau, wofür die gut sind. Hier, die avirganische Schriftrollen. Erste Gruppe. Ein verborgener Schlupfwinkel wurde der Karte hinzugefügt. Finde heraus, was sich dahinter befindet. Das wird er wohl an der verwundeten Küste sein. Und hier die avirganische Schriftrollen. Dritte Gruppe. Ein verborgener Schlupfwinkel wurde der Karte hinzugefügt. Finde heraus, was sich dahinter befindet. So, ich weiß selber noch nicht genau, was sich dahinter befinden mag. Ich weiß jetzt auch nicht, wo sich hier dieser Schlupfwinkel befinden soll. Wir werden das, denke ich, noch entdecken und gehen jetzt erstmal weiter und erleben weitere Abenteuer. Widmen uns diesem Quest hier. Grüße, Champion. So nennt man euch doch in der Stadt, richtig? Habt ihr ein Anliegen? Ich bin wegen des Antivanus hier. Dieser antivanische Meuchelmörder interessiert mich. Wie geht es den Dalish? Eure Augen sind unglaublich. Ihr könnt mir nicht helfen. Ich sag mal, eure Augen sind unglaublich. Die Schönheit der Dalish erstaunt mich jedes Mal. Falls ihr irgendetwas anbahnen wollt, bemüht euch nicht. Ich bin an Shemlin nicht interessiert. Das war natürlich eine Abfuhr. Grüße, Champion. So nennt man euch doch in der Stadt, richtig? Habt ihr ein Anliegen? Ich bin wegen des Antivanas hier.
So ein Anti-Kerl, so ein Meuchelmörder. Ich habe gehört, dass sich ein Verbrecher bei den Dalish versteckt. Er ist nicht hier. Der von euch gesuchte Verbrecher ist in einer Höhle abseits unseres Lagers. Er hat gesagt, dass man nach ihm suchen würde und wir sollen jedem erzählen, wo er sich aufhält. Er ergibt sich einfach. Verstecken ist nicht seine Stärke. Ihr lockt uns in eine Falle. Ich traue der Sache nicht. Niemand lässt sich in einer Höhle in die Enge treiben, ohne einen Plan zu haben. Ich habe mit all dem nichts zu tun. Er wollte uns lediglich nicht gefährden und deshalb sollten wir uns auch nicht einmischen. Das erwartet man nicht gerade von einem grausamen und bösen Mörder, nicht wahr? Er wird in der Höhle auf euch warten. Viel Glück bei dem Versuch, zu ihm zu gelangen. Eine Falle. Komisch. Der Mann will gefunden werden? Krähenmord. Quest aktualisiert. Er will gefunden werden und er will die Typen, die ihn jagen, wahrscheinlich töten. Aber da hat er sich geschnitten. Mit uns wird der Bursche nicht so fix fertig. Sondern wir machen wohl ihn fertig, hoffentlich. Ah, wen haben wir denn hier? Ogre? Ach du Scheiße. Hurlock? Was machen denn Hurlocks hier in der Gegend? Hurlocks und Ogre. Naja, könnte ich mir Schöneres vorstellen. So, da brenne ich jetzt auch nochmal einen Eiskegel rein, Kältekegel. Zack. So, und jetzt auf den Ogre. Den wir auch recht locker flockig platt machen hier. Kein Thema. Der wäre erledigt. So, 22 Silber haben wir bekommen. 216 Erfahrungspunkte. Und hier ist dieser Schlupfwinkel. Kürzlich geöffneter Gang. Ich denke, das hat was mit diesen Schriftrollen zu tun, die wir da gefunden haben. Was haben wir denn hier liegen? Knochen. Nehmen wir alles mit, außer die Knochen. Die lassen wir natürlich da. Vielleicht gehen wir hier mal mit Isabella vor. Die macht die Fallen natürlich besser aus, falls hier welche liegen sollten. Die wir nicht unbedingt reintappen möchten, natürlich. Hier können wir die Türe nicht öffnen. Diese Türe können wir hingegen öffnen. Dann mal rein da. Wen haben wir denn hier? Soll sie sich doch um den Skelettbogenschützen kümmern. Und hier machen wir mal eben. Komm. Den guten alten Feuersturm. Und ein Arcaner Schrecken. Was machst du denn hier, Mensch? Wie gehen wir denn mit dem jetzt um? Wir machen mal das hier. Und Gronk können wir auch mal herbeiholen, eigentlich. So, ist doch schön. Ist doch was Feines. Die haben alle keine Schnitte gehabt. Die haben wir alle erledigt. Oder ist hier noch wer? Warum haben die alle noch die Waffen gezogen? Ah, nee, da war nichts mehr. 95 Erfahrungen. Wir ziehen weiter. Und hier haben wir noch mehr. Ein Wiedergänger, inklusive Skelett, Bogenschütze und Co. Ich mach mal hier Haus des Erbauers. Vielleicht betäubt sie das kurzfristig, tut's auch. Und jetzt hier Kältegel, komm, zack. Und den Wiedergänger, den will ich mit einer eisigen Umarmung begrüßen. Die tut auf jeden Fall weh. Ohne Frage. So, der hat keine Chance, der ist gleich tot. Der geht jeden Moment drauf, da ist auch schon Fujikato. Oh, aber Saraza wird gerade ordentlich angegriffen, deswegen würde ich mal sagen, anders, du kannst den guten Freund mal heilen. Patz, noch ein Feuerball reingeballert. Schön, so. Den Skelettbogenschützen machen wir ja auch fertig. Der hat nachher nicht mehr viel zu lachen. Und weiter geht's. Was wir auch immer finden sollen. Ein Pfadhammer aus Rotstahl. 35 Stärke braucht er. Ob den unser Fenris tragen kann, sehr fraglich. Aber wir nehmen natürlich mal mit. Ich glaube, so kräftig ist der Fenris noch nicht. Aber das wird er natürlich bald sein. Können wir hier durch? Ja, können wir. Oh. Das ist aber sehr verdächtig. Ein Golem, ein Nexus-Golem und eine Leiche. Virratishan. Das ist, glaube ich, super geil für den Anders, wenn er das denn überhaupt nehmen kann. Und Saraza kann noch eine Stufe aufsteigen, wie ich das gerade sehe. Kann er aber nicht, leider. Plus 13% Heilung durch diesen Charakter. Das bringt uns in dem Fall nicht sehr viel, weil Saraza ja kein Heiler ist. Aber er kann eine Stufe aufsteigen, was ich natürlich sehr begrüße. Und dann geben wir Magie. Konsti geben wir noch ein, vielleicht. Oder Willenskraft. So.
Und noch einen auf Magie, komm. Was braucht er denn sonst? Klugheit? Naja, nicht unbedingt, ne? Ein bisschen Klugheit wäre natürlich nicht verkehrt. Erhöht die Verteidigung ein bisschen. Aber muss das sein? Muss das tatsächlich sein? Vielleicht doch lieber mehr Konstitution? Hat er mehr Lebensenergie? Ich denke mal, das ist... Obwohl, das sind nur 5 mehr. Ich glaube, ich gebe mal einen auf Klugheit zur Abwechslung. Ja, ich gebe mal einen auf Klugheit. So, und jetzt wird's interessant. Hier haben wir alles mittlerweile maximiert im Elementarbaum. Da kann man mittlerweile ja jede Menge Zeug zermalmen. Das Gefängnis wäre auch noch eine Möglichkeit. Der Magier schließt ein Ziel in einem instabilen Käfig aus telekinetischer Kraft ein, die diesem kurzzeitig enormen Schaden zufügt. Das ist eigentlich ein ganz netter Zauber. Komm, den nehmen wir mal. Nehmen wir mal für unseren Freund Sarazar. Was kann der das auch noch machen? Ja, deaktiviert, solange du nicht kämpfst. Ich denke mal, das ist auch ein netter Angriffszauber, den wir ganz gut gebrauchen können im Repertoire unseres Schwarzmagiers. Und hier ist noch ein Amulett plus 4% körperlicher Schaden. Naja, was hat denn eigentlich unsere Freundin Isabella hier an Sachen? Ah, vielleicht ist das sogar besser. Plus 4% körperlicher Schaden, plus 33 Angriff, plus 14 Mana Ausdauer. Puh, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Plus 28 Angriff. Diesen könnten wir ihnen als 2 drin geben. Der ist auf jeden Fall besser. Was hat die da für ein Amulett? Ja, das ist doch alles eigentlich in Ordnung so. Isabella, oder? Bist du zufrieden mit? So, Waren des Nexus-Golems. Unter Orle ist der Stein lebendig. Mathas Garnafornen Pasalroka Atrast. Was das auch immer bedeuten soll. Hier hat er auf jeden Fall ein paar schöne Sachen. Absolution, der Langbogen. Geätzter Runenstab, 33 Schaden. Naja, ist jetzt aber auch nicht wirklich besser, leider Gottes. Verzauberte Kopfbedeckung. Ist unsere leider auch besser. Kann uns ja nicht so viel bieten. Boah, Bardins Torheit. Das ist natürlich, ein heftiger Ring. Er kostet auch mal eben 105 Gold, den können wir uns nicht mal leisten, obwohl wir schon stinkreich sind eigentlich. Wiebgürtel aus Elfenhaar. Der wäre natürlich ganz cool für Isabella, aber boah, 25 Silber, da warten wir lieber erstmal ab. Da warten wir lieber erstmal ab, was wir noch finden, da kaufe ich hier jetzt mal nichts. Und hat das jetzt hier was mit den Schriftrollen zu tun, oder was? Das will ich mir gerade nochmal anschauen. So, das schaue ich mir jetzt nochmal kurz hier, wo ist denn das? Arveganische Schriftrollen. Erste Gruppe. Das war aber die dritte. Verborgener Schlupfwinkel. Ich denke, da sind wir hier richtig. Aber wir haben hier noch nicht gefunden, wo wir hin müssen. Da gehen wir zurück auf die Sunderhügel. Oder was das alles zu bedeuten hat, vielmehr. Hier können wir auch nicht rein. Also eigentlich haben wir alles abgesucht. Ich denke, das ist dann, was sich hier hinter diesem Schlupfwinkel befindet. Das scheint also nichts Besonderes zu sein. Da gibt es dann wahrscheinlich Boni bei diesen Golems, wo wir was Schönes kaufen können. Schön und gut. Das wollen wir aber nicht machen. Wir wollen hier weiterziehen. Ihr habt recht. Womit? Dass ihr wisst, wer ihr seid. Ich bin der Hauptmann der Wache. Ich bin loyal, stark und sehe nackt gar nicht so schlecht aus. So ist es. Und wenn ich euch eine unweibliche, peinliche, männerhassende Weltverbesserin nenne, dann sagt ihr... Haltet den Mund, Hure. Ui. So mag ich mein Mädchen. Haltet den Mund, Hure. Junge, Junge, was die hier für Wörter benutzten. Da weiß man auch, warum das Spiel ab 18 ist, ne? Solche Schimpfwörter kannte ich ja noch gar nicht mit 17 Jahren. Obwohl die Amerikaner da ja empfindlich sind. Was Nacktheit und... Ui, hier in dieser Höhle versteckt er sich wohl. Der Meuchelmörder aus Antiva. Ja, die Amerikaner sind auf jeden Fall empfindlich, was Nacktheit und Ausdrücke angeht, aber wenn Brutalitäten zu sehen sind, ist es halb so wild. Wespenschwämme, die sind natürlich mega fies. Fuck. Das haut ja schon übelst krass rein. Ich glaube, da muss der gute Anders direkt seinen Heilzauber investieren. So, die meisten haben wir schon gut angeschlagen. Die Wespenschwämme sind verdammt fiese Gegner. Genau, erstmal einfrieren, dann machen die gar nichts. Jetzt helfen wir mal kurz unserem Freund Anders. Gehen wir die andere auch noch ein. Können wir das zermalmende Gefängnis mal probieren? So, und Anders muss jetzt nochmal einen Gruppenheilungszauber machen.
So, die hätten wir geplättet. Hier ist noch eine über. Die wollen wir auch noch schnell suchen. Ah, die sind nicht ohne, diese Wespenspinnen. Die sind nicht zu verachten. Vor denen muss man sich wirklich in Acht nehmen. Die können gut austeilen, gut einheizen. So, und jetzt gehen wir hier in die Berghöhle rein. Hoffentlich finden wir da weitere Spuren zu dem elfischen Meuchelmörder, der ja gefunden werden will. Der Mann will gefunden werden? Hast du schon mal gesagt, Evelyn, dass du es komisch findest? Ich finde das auch recht komisch. Aber, naja. Sind wir nicht alle ein bisschen komisch? So, was haben wir hier unten? Nicht, dass wir da noch irgendeinen tollen Schatz übersehen und ihr sagt mir, Sarazar, drück doch mal Tabulator-Taste, damit du überhaupt alles siehst, du verpasst so viel. Gesiedete Lederplatten, das gibt Plusrüstungen der Isabella, das ist ja was Feines. Zum Glück sind wir hier nochmal runtergegangen. Oh! Aber auch mitten in die Spinnenseuche getappt, das ist natürlich nicht so geil. Naja gut, die machen aber nicht viel, die haben mal schnell ausgeschaltet. Oh, na, was habe ich da gesagt? Was habe ich da nur gesagt? Ich hätte nichts sagen sollen, aber jetzt hier, Kältekegel, zack, eingefroren, im Sprung, seht ihr das? Im Sprung eingefroren. So, den Hund können wir auch mal herbeiholen. Den guten Gronken hier mal Feuerball rein, kommt dann direkt einige. Den Area Damage, dem tödlichen Area Damage, will ich mal sagen. So, Evelyn kann eine Stufe aufsteigen, übrigens, können wir eigentlich während dem Kampf machen. Was kriegt die Stärke? Kriegt die noch einen extra Konsti und noch einen Stärke? Komm. Jetzt hat die richtig Wumms. Da kann ich, glaube ich, auch die neue Waffe nehmen. Und hier, passive Fähigkeit, Elementare Aegis. Widerstand gegen Zurückwerfen 100% finde ich super. Können die eigentlich gebrauchen. Aber benötigt Elementare Aegis ist die Widerstandsfähigkeit. Und das ist ein anhaltender Modus. Da habe ich nicht viel von. Den mag ich nicht so gerne. Bollwerk. Ich verbessere das Bollwerk. Zack. So, und jetzt kann sie hier nochmal in ihr Inventar, können wir mal schnell schauen. Und da kann sie diese Waffe eigentlich nehmen. 38 Stärke benötigt. Die Scheiße, hätte ich das doch vorher gewusst. Ah, ärgerlich, 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 ärgerlich. Da habe ich mich dann natürlich vertan. Aber was will man machen? Da müssen wir die erste, nächste Stufe mit dieser Waffe ausstatten. Und jetzt kämpfen wir erstmal hier weiter gegen diese komischen Kreaturen, gegen diese Spinnenwesen. Das ist unangenehm. Oh, genau, du musst heilen. Den Sarazar. So ist es richtig. Der Sarazar braucht dringend wieder Area Spells. Wer hat denn hier noch sowas wie Area Spells? Hast du nicht sowas wie Klingenschwinge überhaupt? Alles ganze Areal, alle fertig machen? Ja, das ist doch zum Beispiel genau das Richtige. Sie hat aber wieder viel zu wenig Ausdauer. Braucht unbedingt mehr Willenskraft auch. Hier, auf die hier. Zack, da trifft sie nämlich direkt einige, die gute Evelyn. Oh, und der Sarazar hat die wandelnde Bombe ganz effizient genutzt. Der hat da direkt ein paar Gegner umgeschleudert. Mann, diese Spinnen. Mit denen ist echt nicht zu spaßen mit diesen Achtbeinern. So. Das ist ein Tod. Ich erledige das. Erledigt. Weggeputzt haben wir sie. Die Kreaturen. Fiesen Wesen. Und jetzt sacken wir erstmal die Beute ein. Verletzungsausrüstung, 9 Silber und Pipapo. Klappt doch alles wie am Schnürchen hier drinne. Ich bin mal gespannt, wann wir auf diesen komischen Typen treffen. Man kann nicht behaupten, dass unser Mann unvorbereitet wäre. Ja, das sind auf jeden Fall fallen. Da sind auch schon einige reingetappt, so wie ich das sehe. Wir speichern jetzt mal hier an dieser Stelle, weil wir nutzen die Chance aus und Anders kann eine Stufe aufsteigen. Was mich sehr erfreut, wenn mein Freund Anders eine Stufe aufsteigen kann. Wie sollte das auch anders sein, dass ich mich da nicht freue und so. So, Magie geben wir dem und Willenskraft. So, und was machen wir hier? Hervorrufung. Siegel des Rückstoßes. Der Zaubernde zeichnet ein Siegel auf dem Boden, das Gegner mit einer mächtigen Welle körperlicher Kraft zurückwirft. Finde ich ganz gut. Nehmen wir mit. Komm, nehmen wir einfach mal mit. Was soll es? Siegel der Lähmung können wir bei dem auch nochmal öfter einsetzen. Das ist eigentlich echt, echt gut. So, Geschicklichkeit 2 geben wir der dann noch drauf und dann geben wir der noch Willenskraft. Die braucht auf jeden Fall mehr Willenskraft, die Isabella. Aber Geschicklichkeit 2 gebe ich der, damit die neuen Dolche endlich einsetzen kann. Diese holde Maid. Was haben wir hier noch? Täuschung. Raffinesse.
passive Fähigkeit. Als Meister in der Kunst der Raffinesse und Ablenkung erzeugt der Schurke durch all seine Angriffe und Fähigkeiten deutlich weniger Bedrohung. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner den Schurken attackieren, ist somit deutlich geringer. Ja, Erzeugung von Bedrohung minus 25, finde ich ganz gut. Die soll lieber die Evelyn angreifen als die Isabella, damit die Isabella auch schön Schaden austeilen kann. Das nehmen wir mal mit. So. Ja, die sind ja alle jetzt Stufe 18, was ich sehr begrüße. Finde ich toll, finde ich super. Speichern wir nochmal kurz. Und jetzt hier erstmal die Fallen deaktivieren, obwohl da sind schon welche reingelaufen. Das scheint schon aktivierte Fallen zu sein. Wir müssen uns hier vorsichtig bewegen. Seid ihr jetzt glücklich? Wow! Scheiße, Mann! Da sind wir doch... Ihr müsst von diesen Dingern runter. Ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt kann ich hier auch nicht rauszoomen. Leute, ey, wie blöd kann man denn sein? Dann auch voll auf die Teile da treten. So, ich glaube, das war's jetzt. Ach, jetzt rennt der Hund da drauf, der Gronkh. Ja, rennt da alle noch schön vorbei. Super, so will ich das sehen. So, und die haben gar nichts dabei. Isabella rennt auch einfach nochmal querfeld ein da drüber. Die gehen jetzt zurück und rennen nochmal da rein, oder was? Leute, ey. So, hier gehe ich nochmal kurz rein wegen der Kiste. Und da ist nämlich eine Streitaxt drin, die wir uns nie entgegenlassen wollen. Vielleicht kriegst du was für Fenris, für Fennyboy. Jetzt geht doch mal alle raus hier. Ah, manchmal, ne? Ihr wisst Bescheid. So, folgen die uns auch mal? Ja, genau wieder durch die Falle. Ist schön doof, anstatt daran vorbeizugehen. Schön durch die Falle. Super, die KI der NPCs hier manchmal. Da machst du nix, so Knochenberg. Noch ein Silvanholzring. Da haben wir auch schon einen gefunden. Das ist ja schon eine zweite. Das freut sich die Meryl ja umso mehr, wenn wir der das geben. Er muss ja Freudensprünge machen förmlich. So, da wurde gerade gespeichert. Das heißt wohl, dass wir jetzt auf diesem Meuchelmörder treffen oder zumindest in seiner Nähe sind. Hier in derselben Karte, wo wir auch schon Vaterl und einige andere Kreaturen niedergestreckt haben. Immer dieselbe Map. Und hier liegt ein Schatz. Schön. Und da ist der Vaterl. Ich dachte, du wärst tot, Vaterl. Warum ist dieses Ding noch hier? Habe ich es nicht schon einmal getötet? Haben wir auch. Und das ist sehr kurios. Aber diesmal wird er nochmal dran glauben. Vorsicht, jetzt rotzt da wieder seine Scheiße da aus. Da müssen wir uns erstmal aus der Gefahrenzone begeben. Anders, du darfst nicht sterben, Anders. Mach bitte was anderes als sterben, okay? So kriegst du gern Heiter. So, der Vaterl ist natürlich kein leichter Gegner, vor allem wenn ich jetzt wieder Spitzen zur Unterstützung herbeigerufen habe. So, jetzt hier mal erstmal den Feuersturm hin. So, der tut auf jeden Fall weh, der Feuersturm. Selbst ein Vaterl nimmt das nicht mal ebenso hin. Und jetzt hier, zermalm das Gefängnis. Zack. Und der Anders, der macht mal das gute alte Siegel der Lähmung. Hier. Scheint ihn nicht wirklich zu stören, diese mega fiese Mega-Kreatur. So, und Sarazar, was hast du denn hier noch im Petto, Mensch? Altes Haus. So, hier. Feuerball. Weg damit. So, Isabella kann mal einen Ausdauertrank nehmen, genau wie Evelyn, damit ihre Specials auch weiterhin ausführen können. Bei diesen harten Gegnern ist das nicht verkehrt. So, und jetzt braucht ganz dringend die gute Isabella, die muss hier erstmal raus. Die muss hier erstmal raus. Oh, ja gut. Anders hat reagiert, genau richtig, wie wir es ihm in seinen Taktiken eingestellt haben. Eingebläut, möchte ich fast sagen. Kommt drauf, Leute. Obwohl, Isabella muss ich ja kurz mal rausziehen. Die ist zu schwach, die ist zu anfällig für Attacken dieser Art. Jetzt aber. Oh. Da kamen gerade wieder so Dinger von der Decke und Sarazar hat sie erwischt. Ich würde mal sagen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für eine Gruppenheilung, lieber Anders. Gruppenheilung. Sehr schön.
Und Sarazar kriegt einen Lyrium-Trank. Genau das Richtige. Sehe ich ähnlich. Hier, Feuersturm, komm. Warum dieser Vaterill schon wieder da ist? Wir haben das Vieh doch schon getötet. Wurde das wieder erschaffen, erneut erschaffen oder was? Da steckt doch irgendwas hinter. Das ist doch ziemlich unkoscher, liebe Freunde. Ach kacke, da ist wieder die Soße. Aber vielleicht kriegen wir ihn vorher erledigt. Zack. Also euch hatte ich nicht erwartet. Es hat schon so nach Leder aus Antiva gerochen. Isabella, meine allerliebste Piratenbraut. Solltet ihr nicht längst tot sein? Das könnte ich euch auch fragen, Verehrteste. Wir hatten wohl beide das Glück, mächtige Freunde zu finden, was? Wie geht es euch? Mein Name ist Sevran Aranai, Abenteurer und gelegentlich Meuchelmörder. Ich habe von euch gehört. Ihr habt dem Helden von Ferelden geholfen, die Verderbnis aufzuhalten. Zu euren Diensten. Ich habe mit einem Überfall der Krähen gerechnet, aber nicht mit dem mächtigen Champion von Kirkwall. Der hat sich aber stark verändert seit Dragon Age 1. Da sah er doch noch deutlich anders aus, der gute Seven. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte ihn auch länger zur Zeit in der Gruppe dabei. Ich glaube aber, meinen Helden hatte er betrogen in meiner Geschichte. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ihr habt von mir gehört. Woher wusstet ihr, dass ich der Champion bin? Kunari-Töter, Erforscher der tiefen Wege und, wenn ich das sagen darf, Aushängeschild edler Männlichkeit. Ihr unterschätzt euren Ruhm. Unseren dunklen Ruhm. Ihr und Isabella seid Freunde? Woher kennt ihr beide euch? Woher kennt man Isabella üblicherweise? Wenn ihr so weitermacht, lernt ihr Isabella erst richtig kennen. Ein Angriff durch die Krähen? Der hat nämlich für die Krähen gearbeitet, eine Gruppierung von Meuchelmördern, und sollte den Helden von Ferelden, unseren Charakter aus Dragon Age 1, umnieten. Ich nehme an, ihr sprecht nicht über Vögel. Oh, sagt jetzt bitte nicht, dass ihr die Krähen von Antiva nicht kennt. Wir sind die beste Meuchelmördergilde, die es gibt, aller Orten gefürchtet, von jedem Mann mit wohlhabenden Feinden. Ich sollte lieber sagen, Sie sind das. Ich bin keine Krähe mehr und diesen Umstand erachten Sie als unerträglich. Jagen Sie euch deshalb? Ihr habt doch sicher nicht nur einfach die Gilde verlassen. Für die Krähen ist das Beleidigung genug, das könnt ihr mir glauben. Ich habe außerdem die letzten 4 Meuchelmörder getötet, die Sie auf mich gehetzt hatten, und deren Männer und den Gildenmeister. Wenn ihr eine Krähe wärt, könntet ihr mit meiner Festnahme ein Vermögen machen. Ihr solltet über einen Berufswechsel nachdenken. Ich bin hier, um euch festzunehmen. Ihr seid nicht wie erwartet. Ihr habt auf einen Angriff gewartet. Es überrascht mich, dass ihr euch derart habt in die Enge treiben lassen. Ah, lasst mich raten. Ein Mann namens Nanzio hat euch gebeten, einen gefährlichen Mörder einzufangen, richtig? Was hat er diesmal erzählt? Dass ich seine Gattin umgebracht hätte, seine Eltern abgeschlachtet, seine Kinder in die Sklaverei verkauft? Oder hat er gesagt, er sei ein Gesetzeshüter aus Antiva, der einen absurd gut aussehenden Flüchtigen dingfest machen müsse? Gut aussehend, in der Tat. Oh mein Gott. Nein, das sagen wir natürlich nicht. Wir sind ja nicht der Gronkh. Also alles Lüge. Letzteres, ich glaube euch nicht. Versucht nicht länger, euch herauszureden, sonst lasse ich euch knebeln. Versprochen. Bringt mich zu Nanzio, wenn ihr wollt. Er hat mit Sicherheit vor, euch zu töten. Die Krähen schätzen im Gegensatz zu mir lose Enden überhaupt nicht. Aber ihr könnt euch augenscheinlich ja durchaus zur Wehr setzen. Wozu sollte ich mir also Sorgen machen? Ihr könnt mich also entweder fesseln, knebeln und dann Schindluder mit mir treiben... Oder ihr bringt mich zu Nanzio. Was wird es wohl sein? Gute Frage. Ja, also mit dem Flirten, das hatte ich jetzt nicht vor. Gronkh hat das ja aus Versehen sozusagen mit dem guten Anders gemacht. Ich erinnere mich da an eine Folge, wo Anders auf einmal den lieben Charakter von Gronkh, Viktor, abknutschen wollte. Naja, eure Meinung, Isabella. Ihr kommt kampflos mit. Ich nehme Schindluder. Ich liefere euch nicht aus, ich bringe euch zu Nunzio. Ich frag mal die Isabella. Eure Meinung, Isabella? Ihr kennt ihn am besten.
Was meint ihr? Ich hatte bessere. Ich meinte, ob wir ihn gehen lassen sollen oder nicht. Oh, natürlich. Ich würde ihn gehen lassen. Sie würde ihn gehen lassen. Was würde denn der schwarze Magier Saraza machen? Ich meine, eigentlich ist uns dieser Typ vielleicht nachher mehr vom Nutzen als Nunzio, wenn er so ein berüchtigter Meuchelmörder ist. Und Severin war auch schon damals ziemlich gut. Ihr kommt kampflos mit. Für einen Flüchtigen seid ihr ungewöhnlich folgsam. Folgsam, in der Tat, und auch sehr biegsam. Aber im Ernst, ich weiß, wann ich keine Chance habe. Ich würde lieber gegen die Krähen antreten. Ich liefere euch nicht aus. Ich liefere euch nicht aus. Ich übergebe euch nicht an jemanden, der mich belogen hat. Ich würde vorschlagen, ihr klärt das mit Nunzio. Andernfalls habt ihr ihn mit Sicherheit auf den Fersen. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, verehrter Champion. So lebt denn wohl. Ich hoffe jetzt, das war die richtige Entscheidung. Oh, hier haben wir beim Vartrail noch ein verziertes Amulett. Und hier den Schatz wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Regen der Rechtschaffenheit, Tigerauge, Bruchstück und 26 Silber. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung, Severin da laufen zu lassen. Ich bin gespannt und jetzt wollen wir uns mal auf den Weg zu Nunzio machen.